Spielleiter-Tagebuch nach Episode 13. Das war vielleicht ein Ritt. Die Episode wurde deutlich, deutlich länger. Ein bisschen beflügelt davon, dass plötzlich das 5- bis 15-fache an Zuschauende im Stream war, war ich dann durchaus motiviert, Rabenbau an diesem Abend auch schon wieder zu beenden. Und es war ein fulminanter Finale, also gerade diese ganze Ideen mit dem Portal und Grimwald besiegt den großen Oberoger und ist nur insgesamt ein bisschen schade, dass der Schauplatz, der viel, viel mehr gehabt hätte, so gesehen ein bisschen verschütt gegangen ist. Aber naja, nicht weiter schlimm. Aber ich finde es gut, dass der Plan, drei verschiedene Möglichkeiten aufzumachen, Fulimann geglückt ist. Also Grimwald hat ja angebissen und hat alle dann mitgerissen. In diesem Sinne sind jetzt noch zwei Fäden noch offen, wo die Gruppe als nächstes hinziehen wird. Das ist also Auge der Rose oder meine kleine Episode auf dem See. Mal schauen, was sie als nächstes machen. Ich vermute mal, sie werden Auge der Rose ansteuern. Und der Plan dort ist es, sie brechen ja jetzt mitten in der Nacht auf. Und das wird interessant werden. Ich werde dann direkt zu Episode 14 wahrscheinlich damit anfangen, dass erstmal eine Fluchtsequenz passieren muss. Weil die Goblins und die Uga fanden das nicht lustig, was da passiert ist. Ganz klar. Und ich muss mir jetzt noch für den Oberoger noch den Namen noch raussuchen, fällt mir gerade auf. Der wird auf jeden Fall Grimwald, den Bartlosen, jetzt bis in alle Ewigkeit oder mal schauen, wie lange jetzt verfolgen für diese Schmach, die ihm passiert ist. Naja, schauen wir mal. Genau, dann wäre doch mein nächster Plan, wie gesagt, Auge der Rose. In Auge der Rose gibt es zwei Fraktionen. Einmal die Orks selber und dann gäbe es noch die Fraktion der Rotläufer, Elfen. Und diese Elfen haben eine Agenda. Die Agenda der Elfen wird sein, sie wollen an den Stein. Die Gruppe will auch an den Stein. Das wird noch dahingehend ein interessanter Konflikt werden, ob sie sich mit den Elfen verbünden oder nicht. Der Konflikt ist ein bisschen tiefergehend. Der Elfenstein in der Mantelspange der Orkkaiserin ist freiwillig in dieser Form. Die Mantelspange-Artefakt möchte gern den Orks helfen. Oh, besonders wegen der Historie. Die Orks waren ja die Diener der Elfen und Zwerge und sind ja im Rahmen dieses ganzen Krieges unter die Räder geraten und wurden auch generell immer sehr schlecht behandelt. Und das wollte die Elfenfigur, jetzt muss ich noch überlegen, den Namen, ich muss es noch rausschreiben, auf jeden Fall wollte die das nicht und möchte so gesehen Wiedergutmachung erbitten und hat deswegen dann auch wieder körperliche Form angenommen, hat eben gesehen, wie die Orks in der Zeit behandelt worden sind, hat dann ihre Form wieder aufgegeben, ist als diese Mantelspange zur Orkkaiserin gebracht worden und wirkt darauf ein, dass die Burg bei Auge der Rose und die Orks dort sehr, sehr zivilisiert eigentlich sind. Was manchmal eine gewisse Farce sein wird. Der Ork-Kaiser hält sich für wichtiger, als er eigentlich ist, möchte gern geschmeichelt werden und so weiter. Mal schauen, ob das die Gruppe auch so verstehen wird, dass sie am besten mit Schmeicheleien bei ihm durchkommen. Ansonsten gibt es auch noch einen geheimen Durchgang in die Burg hinauf. Ansonsten müssten sie sich mehr oder weniger durch alle Orks durchschnetzeln und dann wird wahrscheinlich das politische Parkett da oben nicht so angenehm sein. Ich hoffe da etwas darauf, dass die Situation mit Grimwald und den Kampfverletzungen ihm wahrscheinlich da ein bisschen hindern wird. Und ja, da fällt mir jetzt nur gerade auf, ich habe zweimal Grimwald geschlagen und habe die kritischen Verwunden vergessen. Mist. Naja, das werde ich dann nochmal nachholen. Und ja, das wird so gesehen der Plan sein. Ich vermute mal, sie werden Auge der Rose ansteuern, weil sie an ein Boot unmittelbar nicht so einfach drankommen. Wobei,
Sie sind kriminell, sie sind Diebe und Plünderer der verbotenen Lande. Das werden sie wahrscheinlich auch tun. Aber ich gehe jetzt aktuell davon aus, dass sie Auge der Rose ansteuern. Sie werden entsprechend Kontakt mit den Rotläufern, also den Elfen haben. Sie werden Kontakt mit den Orks haben. Und ich denke, ich plane jetzt mal so grob, es werden zwei Sitzungen im Auge der Rose sein. Zwei kurze Sitzungen, nicht so ausufernd wie der Rabenbau Episode 13, aber 14 und 15 werden wahrscheinlich Standardlänge wieder sein. Und dann gucken wir mal, wie weit das läuft. Das wird ja wieder ein bisschen mehr fluffige Runde. Ich muss noch ein bisschen an meiner Audio-Setup-Geschichte noch arbeiten. Beim Ogre-Sprechen hat das Mikro etwas übersteuert. Das entschuldige ich nochmal hier an diejenigen, die das jetzt hier parallel schauen werden. Und ja, das ist so der Plan. Ansonsten, vielleicht streue ich auch noch weitere NSCs an Auge der Rose ein. Vielleicht den Mentor von Grisella wäre eine Option, den einzustreuen. Vielleicht streue ich auch die Dämonen wieder ein. Also die Dämonenfrau aus Bergsteingipfel oder den von Mokmosch beschworenen Dämon. Der wäre auch ganz gut. Der Rossbruder eher nicht. Avia wird hier nicht auftreten. Das bin ich mir ziemlich sicher, das kommt nicht gut an. Nee, aber so wiederkehrende Charaktere, das wäre so ein Plan. Ja, ich denke, das wäre eine gute Idee. Das lockert es zusätzlich auf und damit werden wir auf jeden Fall auf zwei Episoden kommen. Das ist so der Plan. Und ja, gucken wir mal, wie gut diese Ideen in der nächsten Episode dann wirken werden. Adieu.